So Leute, wieder da. Ganz sicher, Gengar hat mich dort gerettet. Ja, wir sind jetzt hier aus dem Müll wieder gekommen. Wir liegen auf dem Boden. Ne, wir liegen nicht mehr auf dem Boden, wir sind aufgestanden. Vielleicht hat Gengar auch Enki gerettet. Irre, du lebst. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Du warst unglaublich. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Das ist so schön. Danke. Euch allen danke ich. Aber was ist mit diesem Stern? Was mit ihm passiert? Grrr. Habt keine Angst, der Stern existiert nicht mehr. Auch wenn es nicht sofort geschieht, die Katastrophen werden ihr Ende sind. Ne, mein Ende oder sowas, keine Ahnung. Was ist mit unserem Teampartner? Wo ist Magnetilo? Sei ruhigen Herzens, Magnetilo ist nichts geschehen. Tatsächlich? Wir haben es geschafft, Renke. Es hat geklappt. Die friedlichen Zeiten sind zurückgekehrt. Ja, das ist so berührend. Hurra, der absolute Wahnsinn! Das schreit nach Feierei. Ich gehe mit meiner Hydropumpe das Startsignal. Wow, vorsichtig, zieh mit den Dingern nicht auf mich, klar? Woanders hin, woanders hin! Nein, nein, mach nur, haha. Du machst aber Witze. Ich halte ihn fest, dann kann er nicht entkommen. Oh, nicht schlecht. Meinst du es ernst? Nein, nicht! Ha, Renke! Ach, God of War. God of War? Wir verdanken dir alles, Renke. Dir und deinen Freunden. In unserer Welt herrscht wieder Frieden. Vielen Dank für alles. Und nun, Renke, deine Aufgabe ist erfüllt. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Renke. Es tut mir so leid. Sag bitte allen, Lebewohl. Oh, Renke. Renke, dein Körper. Was passiert mit dir? Max? Und ihr alle anderen. Es tut mir leid. Aber ich muss gehen. Was? Was sagst du da? Hört mal alle. Ich danke euch für alles. Wie? Gehen? Was meinst du mit ich muss gehen? Meine Rolle als Pokémon ist zu Ende. Ich muss nur zurück in die Menschenwelt. Unglaublich. Zurückgehen? In die Menschenwelt? Was? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Haben wir nicht... Sind wir denn nicht Freunde? Ja, du wirst immer mein Freund sein, Max. Ich werde euch nicht vergessen. Geh nicht, Renke. Ich bin glücklich, dass ich euch kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Renke? Es tut mir so leid. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Renke. 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 Eine Lichtkugel. Sie steigt auf in den Himmel. Renke, nein! Renke, warum? Ich verstehe das nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Renke hat mir das Leben gerettet. Aber ich habe mich nicht einmal richtig bedankt. Einfach weg, bevor ich Danke sagen konnte. Du hast recht. Einfach so. Auf und davon. Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hat. So sollte es geschehen. Unsere Welt, sie wurde von Renke gerettet. Ich sehe zurück. Ich sehe Renke, als sich gen Himmel erhob, schien es, als strahle es Schicksalsergebenheit aus. Die Bereitschaft, das, was kommen würde, zu akzeptieren. Renke wurde zu einem Pokémon, um es zu retten. Und als der Stern zerstört wurde, wusste Renke, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Warum? Warum hat Renke das mir nicht eher gesagt? Wenn Renke wusste, dass es so kommen würde. Warum hat Renke mir da nichts gesagt? Diese Worte konnten nicht gesprochen werden. Dein Herz ist nun gebrochen und Renke fühlt den gleichen Abschiedsschmerz wie du. Versuche, das zu verstehen, Max. Renke.
traurig, traurig. Das ist chillig gemacht. Was ist das? Ich schwebe Richtung Himmel. Bin ich jetzt ein Geist? Wo ich wohl hinkomme? Oh, mein Rücken. Oh! Morgen so ziehen Cut, Leute. Bis gleich. Jetzt habe ich gerade den Text nicht gesehen. Ich höre Stimmen. Dein Freund ist furchtbar unglücklich. Ein wahrer Freund, ein Freund fürs Leben. Du merkst es erst jetzt. Wenn du es dir wünschst, von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. Ja! Jetzt kommen die netten Credits. Nochmal eine schöne Musik zum Abschluss. Ich muss sagen, jetzt mache ich erstmal so ein kleines, so, wie gesagt, also das hier ist jetzt nicht das Ende, Leute, es geht danach weiter. Ich mache jetzt kurz in den Credits so ein bisschen, kleines Feedback zum Spiel. Wer jetzt möchte, kann abschalten, wer es noch nicht getan hat, ja, kann es anhören. Also ich muss erstmal sagen, das Spiel meiner Meinung nach ist wirklich sehr gelungen. Es ist natürlich, wie gesagt, mal ein anderes Pokémon-Spiel, nicht das, wie man es kennt, dass man halt eben der Trainer ist und nicht Pokémon trainieren muss, sondern man spielt wirklich die Rolle eines Pokémon, muss als Pokémon-Held die Welt retten. Und ich finde dieses Spiel sehr gut gemacht. Es ist auch grafisch, finde ich, ist es natürlich jetzt nicht so. Es ist eigentlich, finde ich, doch hat seinen eigenen Stil so. Dieses ist schon so ein bisschen älter, aber es ist trotzdem so nostalgisch richtig geil. Also wie gesagt, der Spielstil gefällt mir wirklich sehr. Es macht wirklich Spaß, auch dieses Pokémon so zu spielen, die Attacken lernen, selber die Attacken sogar einsetzen. Das ist ganz cool. Jetzt nicht wundern, die Entwicklungen, die kommen noch, keine Sorge. Also man kann sich auch entwickeln. Man kann, wie gesagt, jede sämtliche Pokémon, die es gibt, also jetzt natürlich bis dahin gab, das war jetzt nur die ersten drei Generationen, also aus Pokémon Rot, Pokémon Kristall oder Silber und Gold und aus Höhenregion. Kann man nehmen, also sowas wie Schwarze Edition gibt es in diesem noch nicht. Es gibt später natürlich noch andere Mystery Dungeon Editionen, da gibt es dann noch weitere Pokémon. Auf jeden Fall kann man sämtliche Pokémon auch spielen. Man kann auch die legendären ins Team bekommen. Und wie gesagt, also als Spiel gefällt mir das wirklich sehr. Die Musik, wie ich schon häufiger auch im Let's Play gesagt habe, es ist wirklich sehr gelungen. Ich finde diese Musik echt Hammer. Also das ist einfach wirklich auch emotional, eine richtig geile Musik. Richtig schön komponiert. Ja, kann ich auch so sagen. Also storytechnisch finde ich Story ist auch richtig gut gemacht. Also man hat zwischendurch auch so seinen Zweifel, so okay, wie geht das jetzt aus, was passiert da? Wenn man es noch nicht gespielt hat, ist es doch, finde ich, sowas so, oder also einige Leute von euch, die es vielleicht noch nicht kannten, für die war es jetzt wahrscheinlich auch. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr es so fandet, das Spiel. Ja, also ich glaube, das wär's soweit eigentlich. Den Rest werdet ihr wahrscheinlich mal ganz am Ende des Projekts machen. Es sind sogar die Credits sogar vorbei, es passt eigentlich. Sonst hätte ich nämlich vorgespult. Und das kann man sehen natürlich wieder. Also. Ich will nicht weg von hier. Ich möchte noch bleiben. Bei meinem wundervollen. Genau, Max. Freund fürs Leben, ne? Wenn das siehst hier, dieses Video, dann. Genau. Einzigartige Freunde, genau. Stimme ich zu. Alle stehen da und trauern. Und da kommen wir wieder. Jetzt wird gefeiert. Ja, wie gesagt, sehr emotionales Spiel. Hat mir extrem gut gefallen, also. Wie gesagt, ich kann es nur weiterempfehlen. Wer es sich nicht gekauft hat, der kauft sich wirklich. Es ist ein Hammerspiel. Macht echt Spaß. Es geht natürlich noch weiter, ist noch nicht vorbei. Obwohl hier Ende steht. Hier endet die Geschichte von Max und Renke. Oder Renke und Max.
Also ich habe jetzt Max und Renke gesagt, weil ich, man, der Esel nennt sie immer zuletzt, ne? Aber nicht für das Team Dream Team. Es stehen noch so viele Redemissionen aus. Ein neues Abenteuer beginnt. Die legendären Pokémon stehen kurz davor, ihre in Erscheinung zu treten. Geh nicht weg. Genau, Leute, nicht weggehen. Es geht weiter. Also noch Save State machen hier, sorry. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Genau. Da seht ihr schon Zapdos, Lavados, Arktos, Groudon und Rayquaza besiegt. Das sind die legendären, die ich bisher besiegt habe. So, wegen den heldenhaften Einsätzen von Renko und Max konnte der fallende Stern zerstört werden. Frieden kehrte wieder in die Welt der Pokémon. Doch dies beendete nicht das Auftreten der Naturkatastrophen. Noch immer geschehen Unglücke, allerdings deutlich seltener. Es versteht sich von selbst, dass das Ritterteam Dream Team weiter mal im Einsatz bleibt. Einige Tage später. Ja, einige Tage später. Was passiert? Ganz kurz ein Cut, Leute. Max kommt also rein. Guten Morgen, Renke. Bist du gerade auf erst aufgestanden? Ich war vorhin bei der Flipperpost. Am Infobrett findet man nach wie vor Rettungsjobs. Auch wenn es wieder friedlich geworden ist, hier gibt es doch viele Pokémon, die Hilfe benötigen. Renke, lass uns weiterhin unser Bestes geben. Ja, wir haben ein bisschen Geld gesammelt, wie ihr da unten sehen könnt. Und werden wir gleich mal erstmal ein bisschen aus dem Fenster schleudern. Renke! Oh, hallo Raupi und Safcon. Was ist los? Es ist wegen Snubbull. Es gibt etwas Verrücktes vor sich. Snubbull ist verrückt? Wie verrückt? Er sieht total verändert aus. Renke, lass uns zu Pokémon gehen. Ja, ich glaube, er erwartet das schon, was jetzt passiert. Da Snubbull sieht nicht mehr so aus wie vorher. Hallo Simsala. Es ist ein Grenpole. Sag mal, Simsala, hast du Snubbull gesehen? Ihm sollte etwas Merkwürdiges passiert sein. Ich bin Snubbull. Was? Du bist Snubbull? Also siehst gar nicht, du siehst ganz anders aus als sonst. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich bin nur gerade in die Höhle gegangen und plötzlich. Welche Höhle? Sie erscheint einfach, ohne dass ich es bemerkt hatte. Siehst du, dort drüben. Und da bist du also hineingegangen. Oh, schon wieder das Telefon. Ich hasse das, ne? Ja. Immer wenn man das Play dreht. Und als ich hier wieder rauskam, sah ich so aus. Snubbull hat eine Entwicklung durchlaufen. Er hat sich entwickelt. Entwicklung? Entwickelt? Ich verstehe gar nichts. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können sich manche Pokémon entwickeln. Wenn ein Pokémon sich entwickelt, ändert sich sein Erscheinungsbild. Oh, wow. Das eigene Aussehen, das kann sich verändern? Ich vermute, dass die Entwicklung dieser Höhle stattfindet. Es ist nur eine Hypothese, aber vielleicht konnten die Entwicklungen nicht stattfinden, weil das Gleichgewicht der Welt zerstört war. Ja, er weiß auch selber, dass das schon, wie das abläuft. Er ist doch schon entwickelt. Nun, da der Stern zerstört wurde, ist auch das Gleichgewicht der Welt wieder im Lot. Und dadurch wurde das Siegel dieser Höhle gebrochen. Wenn ich mich entwickeln, werde ich dann so wie Safcon? Ach, ich will so schnell wie möglich zu Smetbo werden. Augenblick mal, ich weiß noch gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Mein süßes kleines Gesicht ist ganz faltig geworden. Entwicklung ist nichts Schlechtes. Nicht nur das äußerste Erscheinungsbild ändert sich mit der Entwicklung, auch die Kraft und die Fähigkeiten können dadurch verstärkt werden. Oh, wirklich? Ich will vielleicht stärker, ich bin vielleicht stärker geworden? Toll. Ich will mich sofort entwickeln. Ich will ganz schnell zu Smetbo werden. Ich auch. Können wir uns entwickeln, wenn wir in diese Höhle gehen? Ja, aber es hängt auch von dem von Begleitung Begleitumständen ab. Denke, wir sollten in die Höhle gehen, wenn wir bereit sind, uns zu entwickeln. Ja, das werden wir gleich mal machen, ne? Aber zuallererst werden wir mal ganz kurz hier aufrichtigen Dank und so weiter und so fort. Ganz kurz mal das Geld, Geld lagern hier. So, dalle. Dann gehen wir mal ganz kurz hier lagern. Geschafft. Wie schön für euch, das ist, ihr habt es gut gemacht. So, ja, lagern. Ganz kurz, wo war eigentlich L und R nochmal? Da, gut. Ah, den habe ich schon weg, habe ich schon gegessen, stimmt. Gut, dann muss ich jetzt lagern. Gut, dann gehen wir ganz kurz hier zurück, Leute. Ah, okay, ich weiß, was ich jetzt machen muss. So. Der Eingang ist zu eng. Es passt nur einer durch. Komm mal allein. Ich muss ganz gucken, mit wem ich reden muss nochmal. Ups. Ja, sorry, was bin ich gerade? Muss gucken. Der Eingang ist sehr eng, man kann nur einzeln antreten. Wenn du die Höhle betreten willst, musst du alleine kommen. Ich glaube, jetzt kann man nämlich irgendwie
Okay, kommt noch was, dass man kurz irgendwie noch mit Max redet und dann Sichi, dieser Lombrero ist so entzückend amüsant. Oh, wir haben uns aber lange nicht mehr gesehen, was? Alles in Ordnung? Ich habe von Lombreros Geschichte gehört, das ist ja so witzig. Lombrio soll sich angeblich fast im Wasser, im Meer ertrunken haben. Aber Lombrio, Psi lebt doch im Wasser, wie bescheuert. Ja, genau, kommt ein bisschen was Storytechnisches. Ja, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, wir müssen so ein Infobrett, glaube ich. Also Entwicklung wird jetzt eigentlich auch schon mal diese Folge. Wenn es geht. Oh ne. Ihr habt einen Turm im Himmel erklommen, über den Wolken gekämpft, unglaublich, total, wow. Ihr wart absolut unglaublich. Ehrlich, vielleicht mache ich das nächste Mal bei euch mit. Oh Schätzchen, du hast dich selbst übertroffen, Renke. Ja, sehe ich genauso. Oh, wie wunderbar und so weiter, ne? Danke. Menschenskinders, was war denn das noch? Müssen wir einen Auftrag machen oder wie? Sagt er selber, wir müssen mit den Jungs hier noch reden. Sind hier, weil ihr erfolgreich wart. Besten Dank. Natürlich haben wir unser Teil auch dazu beigetragen. Ja, natürlich. Renke, Max, ihr habt es gemeinsam durchgestanden. Gut gemacht. Natürlich könnt ihr trotzdem nicht mit uns mitteilen. Nein. Wir werden demnächst wieder abreisen. Nochmals vielen herzlichen Dank für den Ringe. Passt auf euch auf. Huch, was sagst du da? Oder meinst du damals auch passiert ist? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht bei einer trunken Mann. Das alles erzählt. Was willst du wissen, was wirklich geschah? Ne, das wollen wir jetzt nicht wissen. Das machen wir dann gleich. Das ist nämlich storytechnisch was. Das hat wirklich eine Wucht, der hat wirklich schwer beeindruckt. Ja, ich habe doch schon geredet. Magnetilo. Wahnsinn. Danke, bis. Schön, muss ich noch den Kekleon-Brudern reden oder so. Ja, gut, dann gucken wir mal, vielleicht müssen wir einmal in den Dungeon erstmal kurz rein. Ah ja, Renke, warte mal, genau. Ich muss dir etwas sprechen, bevor wir in einen Dungeon gehen. Jetzt kommt das, was ich meine. Bisher sind wir immer zusammen in die Dungeons gegangen, Renke, habe ich recht? Ich bin sicher, wir entdecken bestimmt bald Dungeons, die ganz anders sind als die wir kennen. Manche werden selbst für uns zu schwierig sein, aber ich habe eine Idee. Wir sollten die Arbeit mehr auf unser ganzes Team verteilen. Wie wäre es, wenn unser Teampartner selbstständig als Anführer und Mitglied in Dungeons gehen könnte? Dann müssten wir nicht selbst in bestimmte Dungeons gehen. Aber wir könnten noch mehr Pokémon helfen, da wir uns auf den Pokémon-Typ der Partner verlassen können. Wie gefällt dir die Idee? Es ist doch ein von Vorteil, wenn wir den Anführer frei wählen können, oder? Jawohl, perfekt. Ich wusste, du würdest mir zustimmen, Renke. Also, neue Regel. Nun dann können wir die Pokémon in Dungeons frei wählen. Ich weiß auch schon, wie wir den Anführer des Retterteams bestimmen können. Die jeweiligen Partnerreale sprichst du das Pokémon zum Bild zum Team. Sprichst du dann nochmal als Anführer, dann schaust du am besten immer, bevor du in Dungeons gehst. Ja. Und noch etwas, wir sollten dafür sorgen, dass der Anführer auch allein in den Dungeons gehen kann, wann er es will. Geh zum Partner Pokémon, sprich, wenn es gut bleiben soll. Sprich es an, wenn es warten. Hilfeweise kannst du ein Team hier erstmal neu zusammenstellen. Genau, ja. Das ist nämlich gut. Genau. Ja, jetzt muss ich uns gucken, wie ich jetzt, jetzt kann ich irgendwie, dass Max dann, in seinen Dungeon, in sein Dings geht, in sein Home. Haben wir jetzt eigentlich neue Dings hier? Vielleicht? Ah ja, genau, jetzt sind hier so ein paar heftigere Dinger gekommen. Genau, die kann man sich jetzt kaufen, also ist das schön und gut. Dann gehen wir ganz kurz hier in Kleinhain oder sowas. Ich muss jetzt nicht ganz kurz angucken, mal kurz den Cut, Leute, bis gleich, wenn wir draußen sind. So Leute, genau, jetzt habt ihr es mir irgendwann gehört? So Leute, genau. Wie ich doppelt gesagt habe, ich habe ein bisschen zu früh angefangen zu reden. Max ist jetzt in das Partnerjahr reingegangen. Wie ihr seht, das Team besteht jetzt nur noch aus mir. Jetzt kann ich mich, allein in Dungeons gehen und dadurch nämlich jetzt auch entwickeln. Vorspuren müssen wir uns angucken. Flipper labert wieder nur ein bisschen, bringt nur wieder Post. So, jetzt können wir uns hier entwickeln, Leute. Das wollen wir in dieser Folge noch machen.
Captain Max auch entwickeln. So. Eine Stimme ertönt. Du, der du erwachen willst, dies ist die Glitzerhöhle. Wünschst du eine neue Entwicklung? Stufe reicht zur Entwicklung? Nein. Du, der du erwachen willst, lass uns beginnen. Renke verändert sich. Renke sieht ganz anders aus. Die Truppe entwickelt sich zu Morabel. Mögst du immer nach Weiterentwicklung streben? Genau. Eine Entwicklung geht, glaube ich, jetzt nur. Ich bin gerade Level 31. Genau, das geht noch nicht. Kann reingehen, dann können wir sehen, dass hier... Ja, genau. Genau, wie gesagt. Finde ich so ein cooles Morabel hier. Jetzt habe ich auch den Dual-Typ. Wasserboden, da oben sieht man es. Genau. Den Dual-Typ. Inne. Und jetzt können wir noch ganz kurz zu Max gehen. Genau. Max schließt sich dem Team an. Nee, nein. Genau, jetzt sind wir Max. Und jetzt können wir... Ganz kurz so. Und dann gehen wir rein. Und dann können wir Ränke besuchen. War hier schon im Sumpf. So. So, dann wartet Ränke auch. Jetzt können wir... Wir können uns auch nur einmal entwickeln, glaube ich. Ja, auf 36, glaube ich, können wir dann... War 36? Ich glaube, 36. Können wir uns zu Tornupto durchentwickeln. Aber auf jeden Fall Igelava, der ist auch cool. Igelava ist cool, der ist chillig. Ja, das gleiche Gelaber wie immer. Glitzerhöhle mit seiner Entwicklung. Ja, nein. Max verändert sich. Max sieht ganz anders aus. Geht zu Igelava. Genau, jetzt sind wir Igelava. Genau, und jetzt können wir, glaube ich, noch Magnetilo, können wir den entwickeln. Ich weiß nicht, wie ich den hier entwickeln kann. Wir sind 32 oder sowas, weiß ich gar nicht, wie ich entwickeln kann. Ich kann mal so testen. Magnetilo. Oh ne, ich muss natürlich. Nein. Nein. So, ans Magnetilo. Und jetzt werden wir die Feuerebene da wahrscheinlich. Ja, Glutebene. Genau, Max wartet jetzt. Ich glaube, Magnetilo war zu Magneton erst später. Glaube ich. Oder 36 oder sowas. Aber wie ich jetzt allgemein nicht immer just trying out. Ich habe keinen Bock, also ganz auswendig weiß ich es auch nicht. Weil ich Magnetilo sowieso selten habe eigentlich. Ja. Ja. Ich kann mal nachgucken, wie das, wann das geht. Auf jeden Fall ist das ein chilliges Pokémon. Nachher aber nachgucken kann, Entwicklung nicht geht, da steht da. Ja. Was ich noch zeigen will auf jeden Fall, ist das hier unten. Ja, ja, ein bisschen Training machen. Ja, Makuhita Dojo. Training. So, wie ihr seht, kann man jetzt hier da. Also wir sind hier erstmal normal Feuer, Wasser, Pflanzen, Elektro, Eis und so weiter Training. Und dann geht hier noch Team Tengu, Team Klammer, Team Hydro und Team Rumpelfels. Ich will mal ganz so testen. Wahrscheinlich werde ich eiskalt verkacken. Aber auf jeden Fall kann man hier richtig gut trainieren. Da kann man reingehen. Das ist so ein Dungeon. Da macht man den durch. Hier sind dann halt nur Wasser-Pokémon zum größten Teil. Und muss mal das hier auf fixieren erstmal. Also hier ist dieses Training ist natürlich noch schlecht, aber ich muss gleich mal gucken, was bei den Team Hyko ankommt. Also man kann gegen die drei Teams kämpfen, also diese drei Klammer, also da wo Turok drin ist, da wo Geowatz und wo und hier seht ihr der nächste. Schleim, genau, das gibt's nämlich auch. Scheiß Fallen, die kommen jetzt dazu. So. Ups, jetzt haben wir den falschen Tastenkombination gedrückt. Genau. Da kann ich noch eine Falle. Wir machen es ja ganz lustig, wenn ich so viel, allzu lange machen, aber. Das wollte ich den dann schon mal schnell durchmachen, damit. Also, ups.
wenn ihr mal kurz seht, was ich meine. Also, da kann man auf jeden Fall richtig gut trainieren. Das habe ich früher mal gemacht. Gegen dieses Team Hyku. Da. Genau. Ihr seht schon gleich, ich werde hier gerade fast rapiert. Die Typen sind richtig heftig, aber seht ihr, 1700 Erfahrungspunkte. Ist gut, dass ich die ganzen Lebersamen mal loswerde. Aber hier sieht man halt, sollte man nicht alleine reingehen. Oh, Alter, wie die verballern mir gerade meine ganzen Lebersamen. Der bringt 1100 Erfahrungspunkte. Okay, das ist gut. Mein ganzes Medierbaum gerade weg. Und der sollte jetzt, glaube ich, der Finish sein. Ja. 1100 Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich insgesamt 3000, 4000 Erfahrungspunkte bekommen. Gingseng kriegt man dann, also man kriegt immer ein Item, eine Belohnung. Ja, da kommt ein bisschen was verballert. Müll. Ups. Genau, mein Apfel wurde zum Zerschleimkost. Ja. Wie ihr seht jetzt hier, also da werde ich jetzt wahrscheinlich dann mal ein bisschen offscreen trainieren. Seht ihr, jetzt kann man relativ schnell leveln in diesem Bereich. Man sollte natürlich nicht alleine unbedingt reingehen. Erstens kriegt man sowieso für jeder kriegt dann die Erfahrungspunkte, das heißt, das ist sowieso vorteilhaft. Und ja, jetzt habe ich auch schon lange überzogen. Aber somit immer so seht ihr, da kann man so ein bisschen Training machen, dann mache ich mal alles durch und dann kriegen wir auch so eine Statue, wenn man alle Trainingsarten gemacht hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich ein bisschen trainiert bin. Bis dann, ciao, ciao.